Ach, Daitama, genau. Daitama. Also nur noch eine Side-Story, dann bin ich ja fertig schon. Oh. Ich weiß Gott. Zwei Side-Stories im Kapitel 6. Das wären dann die einzigen Side-Stories, die ich nicht in der Intermission mache. Wow. Okay. Hallo, Mamori. It's happening again. Erinnern Sie die Show wieder? Golden Child Monster. Okay, Mamori, war das los mit deiner Show? まさかの新事実が。 Problem. Ja. Bisschen üben. すればいいんだよ。守りにはこれまでの積み重ねがある。練習すればとうまくいくさ。はい。いけません。守りのミラージュとして承服しかねます。動画さん。守り、お話があります。一度ブルームパレスに来てください。 Entschuldigung. Trauk ist dagegen, dass Mamori kochen übt? Was ist denn jetzt kaputt? Da bin ich ja gespannt, was Trauk will. Masaka, Doga made ryōri wa abunai nante iun janai darō na. その通りです。包丁で手を切ったり、火で火傷したり、厨房には危険がたくさんです。動画さん、私は聞いてください、守り。私はやるなら安全対策を万全にと言いたいのです。 中途半端に包丁なんかを振るって、守りが怪我でもしたら大事です。私には守りを守る義務があります。はあ。そこで完全なる安全性を確保するためにはどうすればいいか、チキ殿に相談してみました。ガイアのペティナイフだよ。 なんだそれ。 究極の切れ味を誇る包丁。それって逆に危ないんじゃ。いいえ、中途半端な切れ味の包丁を使う方がよっぽど危ない。せめて万全なナイフが用意できれば私も許可しましょう。じゃあそのペティナイフを用意できれば料理してもいいんですか。 本当は火傷対策やくしゃみ対策もしてほしいところですが、そこは我慢します。守りが新しいことに挑戦するのは私としても応援したいところですからね。チキ、そのガイアのペティナイフとやらはどうすれば用意できるんだ。あのね、幻想大東テレビで撮れる鉱石を持ってきてくれれば錬成できるよ。 わかった。行こう、守り。
手伝ってくれるんですか？協力するって約束したからね。 Also schon wieder irgendein Item suchen und hinbringen. Oh Gott. Das sind ja die spannendsten Quests gerade hier, ne? Okay, Tiki, was willst du? Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Erz in Illusory Daito TV Station. Das Illusory Obsidian. Okay, also darf ich da wieder durchrennen und irgendein Item suchen. Geil. Ich heile mich mal kurz. Ist zwar wohl nicht nötig, aber... ja, komm, am Güterschauer. Freut sich zu Wasser ein bisschen. Barry, was möchtest du denn jetzt? Mamori kam vorbei. Okay. Hat sie gefragt, sie hat ihn gefragt, ob er Zeit hat, ihr Unterricht zu geben. Und das gibt ihr Kraft, weil sie weiterhin auf ihn vertraut. Ah, das ist schön. Daito TV Station, gehen wir wieder ins traditionelle Japan zurück. Auch nicht verkehrt, würde ich mal meinen, ne? Kümmert euch nicht um mich, Leute. Ich gehe hier nur einfach in eine andere Welt rein. Keine Sorge. Dieses Erz. Tiki. Look for it somewhere you haven't gone before. Irgendwo, wo ich noch nicht war, ja, du bist ja witzig. Wo zum Henker soll das denn sein? Ich gucke gerade meine Karte rum, aber ich finde da jetzt nichts. Obergeschoss? Nee, hä? Irgendwo, wo ich noch nicht war? Sorry, da muss ich aber ein bisschen suchen gerade. Weil ich war überall. Kann jetzt ein bisschen dauern. Das wird dann aber 100 Pro eigentlich nicht hier im Startgebiet sein. Ich port mich mal nach hinten, Moment. Und guck da mal ein bisschen rum. Hier sein soll, bin ich echt ratlos. Nee, das wirst du, da komme ich zum Boss. Wo ich noch nicht war. Das ist echt eine schwere Frage gerade. Drin war ich auf jeden Fall schon.
Also ich sage, ich war schon überall. Das ist ja gerade das mega Irritierende an der ganzen Geschichte. Mein Van wird sowieso nicht im Haus sein hier, also ne, das ist ja klar. Weißt du wo? Oder kann ich einfach in die Arena befördern? Ja, komm, geh in die Arena. So, irgendwo, wo ich nicht war. Ich werde merkwürdigsten blablabla. Anforderungen. Ich gucke schon, ob ich irgendwas sehe, aber ich sehe gar nichts. Wenn wird das ja wieder irgend so ein leuchtender Kringel am Boden sein, oder? So annahmsweise. Das ist halt eine Menge Sucherei jetzt gerade, das ist echt blöd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier unten irgendwo sein soll. Ja, ich mache mir das Turm wieder an, keine Sorge. Sah auch cool aus. Gegner ist hallo und Gegner ist wieder weg. Ich werde wohl kaum Erz auf den Stegen hier finden. Das ist nutzlos. Das ist nichts Wichtiges, Maiko. Enter Kingdom war Garnavs Plan. Aber es gibt genug Leute, die sich trotzdem amüsieren. Okay, das war nicht wichtig, Maiko. Tut mir leid, auch wenn es 5 Jahre lang jetzt das Ding hier ist, aber es war nicht wichtig. Oh mein Gott, ey. Ich würde fast meinen, ich stelle jetzt einfach dann zusammen, wenn ich es gefunden habe. Das ist echt witzlos, jetzt hier rumzulaufen überall. Die kann halt überall sein. Ein Ort, wo ich noch nicht war. Wenn man überall schon war. Es ist halt eine scheiß Beschreibung. Okay, also hier den Außenbereich beim Filmset B habe ich jetzt durch. Jetzt war ich hier überall. Ja, ne? Gott, dieser Husten. Hier draußen war nichts, ne? Nee. Garantiert nicht. Oder war ich einfach nur blind ein bisschen vorbeigelaufen? Hoffentlich, ey. Ne, wisst ihr was? Ich schneide das zusammen. Wenn ich es gefunden habe, melde ich mich wieder. In dem Sinne, bis gleich. Okay, ich habe es gefunden. Es ist in diesem Schatzraum gewesen. Hier war ich schon, Tiki. Mano. Na gut, es war im Schatzraum. So, danke schön. Ah, Illusory Obsidian. Dankeschön. Mamori.
やりたいんです。それで番組が良くなるなら。そうですか。動画は心配性だね。無論です。守りは私のマスター。命に代えても守らねばならない存在。普段はあの人の影に隠れがちでしたが、私とて守りへの愛情で引けを取るつもりはありませんよ。動画さん。さあ戻りましょう。チキ殿も待っています。Ich find's ja auch mega süß, wie derjenige mit den zwei Ex-Händen sich darüber Sorgen macht, dass sie sich mit einem Messerchen schneidet. Finde ich irgendwie süß. Aber gut. Nicht mein Problem. Dann machen wir halt eben das Messerchen, was besonders scharf ist, anscheinend. Wodurch ich mir gar keinen Gedanken machen muss, dass sie sich schneidet. Wie auch immer das verstehen soll. Aber okay. I take it. I guess. Wenn die beiden meinen, dass es gut so ist, hat euch das schon gegen sagen, ne? Ah, ich habe fast mein Standbild da vermisst hier im Bloom Palace. Ich dachte schon, ich krieg keine mehr heute. Ja, wir haben das Material. Mach mal ein Messer. Das ist ein hübsches Messer. Es ist jetzt nicht über den Küchenmesser, aber. Was war das Pose? Nein, wir fragen nicht nochmal nach der Pose. Oder doch? Doch, wir fragen nochmal nach der Pose. Gut, damit haben wir das jetzt. Es hat sogar einen Teddykopf. Aber wie soll das bitteschön. Das darf ihr doch nicht in der Küche nutzen, oder? Mamori, wie ist das? Ja, ich denke, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Mamori, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr gemacht habe. プロデューサーは一体どうしたんだろう。とにかく行ってみよう。はい。Er soll ein Messer nach wie zu rennen. Das ist eine gute Idee. Gefällt mir. ごめんね、リーマモちゃん。料理の件、一旦待ちにしてもらっていいかな。いやちょっと怒られちゃってね。保護者からクレームがついたらどうすんだって。それじゃあお料理は。なかったことに。あ、でもテコ入れの件自体がなくなったわけじゃないから安心してほしいな。守り？そうそう、今度はさ、レンチンパンダなんてどうかな。ちょっと守り？大丈夫？ほらほら、リーマモちゃんがパンダの着ぐるみ着て踊っちゃったりなんかしちゃったりして。どうするんですか？ほら、流行ってるじゃん。ご当地的な。乗っかっちゃおうよ、リーマモちゃん。限定ストラップも作ってさ。ブレてどうするんですか。え、どうしたの。ブレてどうするんですか。この番組はレンチンで、アイドルで、マモリンです。いい加減にしてください。リーマモちゃん、切れてる？
キレッキレです。大体何なんですか、あなたはいつもいつも無理難題を押し付けるだけ押し付けて。すごい迫力ね。これまでの積み重ねがありますから。だけどそうは言ってもパンダがダメなら他に何をやれば。だったら歌わせてください。私歌うのが得意です。歌？視聴者さんが覚えやすいようなキャッチーな歌を歌えばきっともっといい番組になると思うんです。なるほど。私だってこの番組を少しでもいいものにしたいんです。だからお願いします。Jetzt setzt sie sich aber durch hier, holy shit. Die war richtig sauer auf ihren Produzenten, holy. Noise Awakening, my creation. それじゃ早速構成会議に持って行ってみるよ。じゃあねーリーマモちゃん、また後でね。はい、お疲れ様でした。これでよかったのかしら。はい、もちろん。やったな、守り。いつきさん、私また一歩進めた気がします。よいよ、gehen wir mal kurz neue Tür machen und dann haben wir das. Jo, also was gegangen und wir machen mal Maurice neues Performer, das sich schimpft Door of Dreams. Traumtür. Sehr traumhaft, Mensch. So, Tiki. Ich belästige dich heute so oft, das ist unfassbar. Meine Güte. Yep, Door of Dreams würde ich gerne machen. Radiant Unity. Hier einmal. Und wo haben wir es? Kimono Promenade. Ach, schon wieder so ein Ding. Okay. Door of Dreams, das möchte ich gerne haben. ましたよ。あなたがあそこまで自己主張をはっきりと。守り、ずいぶん強くなりましたね。そんなことないです、動画さん。私はただ自分の思っていることを正直に言えるようになっただけで。大きな成長です。それができる人間は思っているほど多くはありません。そうなのかな。でもそうだとしたら動画さんやみんなが鍛えてくれたからだと思います。特にあの人の存在が大きかったのではないですか。別に五木さんが特別あでもそうかもしれません。いつきさんの言葉は魔法みたいに私の心を励ましてくれるんです。素晴らしい人に出会えましたね。はい。それに守り、少し背が伸びましたか。本当ですか。はい、喜ばしい限りです。
ですが、嬉しく思う反面、寂しくもあります。こうして大人になっていくのですね。So, mal gucken, was aus der Show jetzt geworden ist. Jetzt, wo sie dann noch singen darf, ja? Ich weiß zwar nicht, ob Random Memories unbedingt ein perfektes Lied für eine Mikrowellensendung ist, aber egal, das Lied ist trotzdem ganz schön. Mamorin no utatte renchin mo sukkari teiban kōnā ni natta wa ne. Shichōritsu mo unagi nobori de Mamorin no fan mo ikki ni fueta wa. Yappari Mamorin no uta wa saikō desu. So ne.いつ聞いても惚れ惚れしちゃうわありがとうございますこの衣装で歌謡曲ってなんか不思議な取り合わせよねそれがいいのですマイクは何にも分かってないです日本には古来よりギャップをめでる文化があるのですああはいはいでもまさかマモリンのあの回がきっかけでこんなことになるなんてね子供向け料理番組の人気アイドル哀愁たっぷりの歌謡曲でまさかの国民的歌謡番組に出演決定 Das war was ich meinte. Das Lied passt nicht in die Sendung rein. ついに夢が叶いました。いつきさんが支えてくれたから。元から実力はお墨付きだったから守りが勇気を出した結果だよはいこれから歌合戦に向けてもっともっと頑張りますねところで守りあのナイフはどうしたんだあガイアのペティナイフですねせっかくなんで私あれからお料理のお勉強もしてるんですもしかしてまたテコ入れいいえ女の子が料理を覚えようっていうのは何もお仕事のためだけじゃないですよ実はお料理を食べてもらいたい人がいるんですあー I'm jealous Es ist natürlich ist Itsuki, aber I'm jealousOder Barry? Ich weiß es nicht. Es können beide sein. Ah, ich sag das. Urayamashii na. Mamori no te ryōri o taberareru nante. Ah, Itsuki-san te hontou ni tenen-san nan desu ne. Douyu koto? Naisho desu. Ja, gut, das ist für Itsuki natürlich. Natürlich, für wen auch sonst. So, mal wieder ein paar EP. Hier Level 52.
Und sie ist nun Ballad Empress. Und Special Performance Raindrop Memories. Ach, jetzt darf man auch mal im Kampf nutzen. Alles klar. Gut, das heißt aber, wir haben keine Side Stories mehr. Die sind alle durch. Dann...